Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem umfangreichen Let's Play Jurassic World Evolution. Beim letzten Mal haben wir uns ein wunderschöne Zeiten gemacht und wir haben uns auch mal angesehen, was hier alles so los ist. Unter anderem haben wir wieder neue Fossilien ausgebuddelt. Zwar haben wir noch nicht sehr viel Geld, aber ich denke, das kann man uns dann noch später noch extra verdienen. Eines unserer Hauptaufgaben jetzt hier ist es, ein Edmontosaurus zu erschaffen. Derweil werde ich mal wieder eine Expedition losschicken, welche sich darum kümmert, dass der Edmontosaurus vielleicht sogar etwas höher wird. Wäre besser so. Steht hier, wann man die nächsten Ausgrabungsteams freischaltet? Ich glaube, nein. Ich guck mal hier, gibt es hier nicht irgendwo Fenster, Navigation. Wir sind jetzt hier. Das hier haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Also diese Inseln hier, die werden die fünf Tote genannt. Das ist Isla Muerta. Nein, Isla Matanzeros meinte ich. Da bin ich jetzt. Hier haben wir Isla Muerta. Das ist sprichwörtlich die Todesinsel. Das ist Isla Sorna, die Sorgeninsel. Das ist Isla Tacano. Weiß ich nicht, was das bedeutet jetzt. Und das ist Isla Pena. Und ich gucke mir mal einfach mal an. Hier, Isla Nublar ist die Insel, auf der alles begann. Sowohl Jurassic Park als auch Jurassic World wurden hier errichtet. Es liegt an Ihnen, in dieser Sandbox fortzuführen, woran andere zuvor gescheitert sind. Entweder macht man das so oder man versagt ebenfalls. Wie auch immer. Das hier ist nämlich, wie schon hier angekündigt, der Sandbox-Modus. Hier hat man unendlich Geld zur Verfügung. Hier kann man machen, was man will. Auf Isla Nublar. Und wenn man das richtig macht, dann hat man das schon freigeschaltet, indem man hier schon 5 Sterne macht. Man kann aber nicht auf der Anfangsinsel 5 Sterne machen, ohne zuvor auf den anderen Inseln gewesen zu sein. Das Komische ist, das Idle Hopping gestaltet sich dann hier, aber nicht von hier nach da, von hier nach da, sondern erst von hier nach da, dann von hier nach da und dann erst nach da. Denn hier steht nämlich: Isla Sorna ist die ultimative Herausforderung für ihre Agenda auf den fünf Toten. Ja, gab es einst eine riesige Indienanlage, die heute jedoch verlassen ist. Gestalten Sie die wilde Landschaft und die zerstörte Infrastruktur zur bisher besten Anlage um. Das ist wirklich die ultimativste Herausforderung. Oh, es regnet wieder. Man erlebt nicht sehr häufig, dass es Wenn Dinge regnet. schiefgehen, an wen wendet man sich? Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Ich bin immer allzeit bereit. Aber das wissen Sie. Damit fängt alles an. Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf. Dann sprechen wir über den Rest. Ja, Owen. Danke. Ich muss nur erstmal ganz kurz mal die Stoppuhr stellen. So. Ich habe sie nämlich schon wieder vergessen zu stellen. Ich nehme hier schon seit 5 Minuten auf, ohne meine Zeit hier im Auge zu behalten.
So, was machen wir jetzt am besten? Sie wären alle zufriedener, wenn wir mit einem Ceratosaurus durch die Gegend rennen würden. Wir suchen noch ein paar Triceratops-Genomfossilien. Derweil werden wir uns einfach mal anschauen. Also, hey, unsere Triceratops, natürlich hat der noch keinen Namen. Ich habe sogar schon einen neuen Auftrag für einen dritten Triceratops bekommen, der sogar dann einen besonderen Namen hat. Das ist nämlich ein normaler Triceratops. Doch wir werden gleich mal uns mal ransetzen und uns einen modifizierten Triceratops machen. Diese hier nennen wir erstmal Trixie. Ich finde das so schön. Sie grasen, als wären sie Kühe. Steht das eigentlich hier irgendwo? Naja. Es hält ihn zumindest konstant. Also hat das Grasen doch hier so einen Nutzen, so einen Nutzen, so einen Vorteil, kann man so sagen. Okay. Aber zuerst haben wir nicht das Geld für sowas. Wir brauchen einfach mehr. Und zwar viel mehr. Unsere Expedition ist schon wieder unterwegs zu neuen Inseln. Und wir werden es einfach mal versuchen. Mal sehen, wie viel kostet so ein Edmontosaurus überhaupt. Edmontosaurus kostet 170.000. Ja, das reicht eigentlich. Einmal können wir das noch machen. Der Genomfortschritt ist inzwischen schon 66%. Ich denke, wir machen das noch die 70 hoch, bevor wir den freilassen. Ist manchmal nicht einfach mit den ganzen Dinos hier. Vor allem, wenn man nur noch Fossilien findet und keine Bernsteine mehr. Dabei sind Bernsteine zwar ein seltenes, aber sehr wertvolles Gut. Sie liefern nämlich die meiste DNA, wenn ihre Qualität ausgezeichnet ist. Ich würde mal gucken. Der Upgrade-Platz. Och, das muss man upgraden. Das wäre dann sicher auch für die Expedition gut. Da könnte man dann mehr Expeditionen losschicken. Und das wäre dann genauso gut für dein Park. Gucken wir doch mal nach, was wir hier alles Schönes haben. Gebäude-Update. Hat man das eigentlich schon frei? Erfolgsrate 1.0. Die DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit im aufgewerteten Hammond-Entwicklungslabor um 10%. Das werden wir gleich mal machen. Damit können wir uns sozusagen versichern, damit dass dann die Embryonen, die wir mit unserer Genmodifikation wirklich erschaffen, auch überlebensfähiger sind. Nicht, dass dann unsere Triceratops dann sozusagen immer absterben. Das wollen wir ja nicht. Wir haben sogar einen neuen Zaun. Elektrozaun.
Wie geil. Dafür brauchen wir zwar Strom, aber ich denke, das werden wir einfach mal dann später mal bauen. So, wir haben 70% Edmontosaurus. Und dann haben wir hier was für Skins. Oh, okay. Der Ceratosaurus hat noch keine Skins. Hier. Wir müssen ihn trotzdem ausbrüten. Deswegen machen wir das ohne Skins. Weil wir eh nichts haben. Verbraucht zwar etwas Geld, aber was soll's. In unserem Brutkasten brennt ein Licht. Mal sehen, ob sich unser Ceratosaurus in dem aufgeteilten Gehege wohlfühlt. Und selbst wenn das jetzt aufgeteilt ist, finde ich, es ist nicht gerade viel kleiner. Für die Pflanzenfresser jedenfalls geworden. Im Gegenteil. Wenn es zu groß ist, wird es eigentlich ein bisschen zu unübersichtlich. In dem Fall, denke ich, habe ich was gut gemacht. Findet ihr nicht? Steine. Manchmal finden die Expedition viel, manchmal finden sie wenig. Die einzige Kacke ist, wenn es erschöpft ist. Und wir haben unsere Erfolgsrate. Sehr schön. Wir haben jetzt gleich mal unser Pflanzenfresser-Inkubator damit ausstatten. Mit dem Update. Da ist er. Erfolgsrate 1.0. Kaufen für 20.000. Kann man hier auch nochmal machen. Dann haben wir zumindest für zwei Slots die 10%ige Chance, einen wie Trixi oder wie Trinker mit Varianten zu erschaffen. Aber so, dass sie dann nicht wegsterben. Ach, ist das nicht schön. Wir haben zwar nicht so viel Geld momentan, aber es hält sich in Grenzen, wie es sinkt. Ah, ich bin falsch. Das ist Expeditionszentrum. Was? Ach, das dauert sehr lange. Na gut. Ist auch kein Wunder, weil, ja, das ist halt so. Bei diesen Karten. Sie wollen, dass ich zwei Strutiomimus fotografiere. Wie lange braucht noch unser Ceratosaurus? Nicht mal lange, dann ist er endlich fertig. Sehr schön. So, ich schmeiß mich einfach mal in den Ski. Mit der Hoffnung, dass ich mal so ein Foto kriege. Und es geht los. Yeah. Und ich bin schon wieder davor, ich crasht. Naja. 70.000 Bit. Halt. Ich hoffe, es zählt. Schönes Foto.
Dankeschön. Tut mir leid, dass ich euch jetzt fortgejagt habe, aber ich habe euch gerade so schön fressen sehen. Gute Arbeit. Ich denke, wir beginnen einander zu verstehen. Dinosaurier kann freigelassen werden. Cool. Und Fossilien habe ich auch. Erst kümmere ich mich mal um die Fossilien. Extrahieren. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Oh, langsam wächst sogar unser Konto wieder. Und wir haben ein Moskito gefunden. Mit dem Edmontosaurus-Genom in ausgezeichneter Qualität. Klasse. Echt klasse. Ohne Scheiß, ist klasse. So. Dann begrüßen wir unseren neuen Dinosaurier. Von dem wir noch keinen Namen haben. Glückliche Gäste, darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis, stimmt's? Hier haben wir unseren Ceratosaurus. Ich denke, sie sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich denke, wir nennen sie Aim. Denn ein Ceratosaurus ist eigentlich das, was wir eigentlich noch brauchen. Und seht euch sie mal an. Ich finde, der Name passt zu ihr. Oh, die Augen. Seht euch das mal an, wie die Augen sich bewegen. Schielt zwar ein bisschen, hat es den Anschein, aber der Ceratosaurus hat ja nicht unbedingt die beste Sicht von allen Dinosauriern. Glaube ich. Jedenfalls sieht das schädelmäßig so aus, aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Augen auch so eher nach vorne gerichtet sind. Wie bei uns Menschen. Und genau das ist doch eine gute, ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass mein Ceratosaurus sich sicher jetzt wohlfühlt, oder? Gucken wir mal. Sozial ist in Ordnung, Bestand kann höher sein, muss aber nicht. Wald ist gut, Geborgenheit ist gut, Wasser ist... Wasser ist vorhanden, ja? Ja, stimmt, ja. Ist ja. Wasser kann sie jetzt trinken. Trink, Amy, trink. Du brauchst es. Gutes Mädchen. Ich denke, zufriedener geht's nicht. Natürlich können wir auch einfach mal irgendwann mal, wenn wir wollen, ein Experiment machen. Aber ich möchte nicht unbedingt eines der bisherigen Strotiomimus dafür opfern. Ich würde da einfach einen namenlosen nehmen. Ja, ja, ja. Das ist gut so. Lass deine Wut raus. Du bist doch wütend, oder? Nein. Ich finde, du siehst gesund aus.
gut siehst du auch aus. Das Gehege ist immer noch groß genug, um dich zu beherbergen. Und es fängt an zu regnen. Und wir können uns einfach mal anschauen. Wow, das Wasser sieht sehr gut aus. Und ne Kack. Und ne Kack. Und Amy wird nass. Wie toll ist das? Eine nasse Amy. Man muss sich einfach mal auch mal Zeit für die Details nehmen. Man hat zwar bisher noch nichts sozusagen hier zu bieten groß, aber wenn man sich schon mal an die Details erfreuen kann, dann hat das Spiel doch das erfüllt. Die Zahlen sehen großartig aus. Ja, meine Finanzen steigen. Dann werde ich mal sorgen, dass es so bleibt. Okay, Amy, darf ich? Ja, ich weiß, du würdest gerne, dass ich bleibe. Leider kann ich aber nicht bleiben. Ich muss arbeiten. Das verstehst du doch, oder? Mach dich mal aus dem Wasser raus, nicht, dass du dir noch eine Erkältung hast. Bis später. Ich schicke mal die Ranger zum Auffüllen. Nachschubanfrage bestätigt. Einverstanden. So. So viel dazu. Bauen Sie ein Fastfood-Restaurant und versorgen Sie es mit Strom. Jetzt wollen Sie alle fett werden. Fastfood-Restaurant, habe ich das überhaupt schon? Spielhalle. Kleiderladen. Ah, da haben wir es doch. Fastfood-Restaurant. Da muss. So, wie fern ist er jetzt nicht mit Strom versorgt? Braucht der Generator oder einfach nur so den? Ich glaube, er braucht einfach nur so den. Den bauen wir hier hin und verbinden ihn mit dem. Sehr schön. Wir brauchen aber auch noch mehr als nur ein Restaurant. Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was Sie aus diesem Ort gemacht haben. Leicht. Eine Lebendbeute. Mir gefällt, was ich sehe. Weiter so. Zufriedene Gäste, genau das will ich. Sie sollen kleine Dinge zu schätzen wissen. Und große Dinge. Die mit den Zähnen und den glasigen Augen, die sie im Ganzen verschlingen können. Willkommen in der großen Krabbe. Heimat des weltberühmten Krabbenburgers. Sieht zwar nicht unbedingt aus wie die große Krabbe, vielleicht ein bisschen moderner, aber abgesehen davon... Ja, jetzt können sie was essen, jetzt können sie was trinken. Komisch, aus den Häusern kommen immer Gäste raus. Nein. Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war, ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Die Antwort? Nein. Natürlich nicht. Der Zitter Tod kommt immer. Aber hätten sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Zitterhals, nein! Warum? Warum bist du gestorben? Warte mal.
Das ist eine Totenkammer, okay. Aber warum Zitterhals? Ausgerechnet Zitterhals ist gestorben. Was ist denn der eigentlich gestorben? Steht das da auch? Ja. Hier steht Gesundheit und Geborgenheit. Lebenserwartung minus, Dinosaurierbewertung minus 3. Zitterhals ist an Altersschwäche gestorben. So schnell geht das? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss den aufräumen. Was muss ich denn da eigentlich? Ich glaube, das hier muss ich beauftragen. Aufgabe zufügen. Nee, nicht Dinosaurier betäuben. Kann man den nicht tragen? Nö, ja nicht. Dann muss das die Ranger-Station wahrscheinlich übernehmen. Was steht hier? Dinosaurier heilen. Sabotierten Gegenstand, Gebäude neu starten. Dinosaurier medizinisch behandeln. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen. Zitterhals muss weg. Leben und Tod. Dinosaurier können durch Hunger, Dehydration, Kämpfe, Jagd, Krankheiten oder durch Altersschwäche am Ende ihrer Lebenserwartung sterben. Ja, das ist bei Zitterhals gerade passiert. Die Lebenserwartung wird durch die Erwartungseigenschaft eines Dinosauriers definiert. Diese kann durch genetische Modifikation verbessert werden. Tote Dinosaurier sollten von einem Transportteam entfernt werden, damit keine Krankheiten aufbrechen. Ja. Es ist allerdings die Frage, wie entferne ich dich? Zitterhals verfault inzwischen schon. Das ist so makaber. Verfault. Oh, toll. Verfault. Dinosaurier getötet 0, Anzahl Behandlung 1, Krankheitenidentität 1, seitdem gesund gewesen. Toll, was mache ich jetzt? Wie bekomme ich Zitterhals hier weg? Ich dachte mal, das liegt am ACU. Ah, hier haben wir es doch. Transportteams. Zitterhals. Was seht euch das mit den Effekten hier an? Wie das Gras jetzt da umher weht. Rest in Peace, Zitterhals. Rest in Peace. Wir werden dich echt vermissen, ey. Wo bringen sie den jetzt eigentlich hin? Produkttransport im Gang. Bei Zitterhals ist es ja bisher gar nicht so schlimm. Am schlimmsten wäre es, wenn es plötzlich eine der Dinosaurier gewesen wäre, die man sehr, sehr lange gehabt hat. Einigermaßen sieht das aber auch lustig aus, wenn diese weggetragen werden. Aber wo werden sie weggetragen? Wo werden sie hingetragen? Wo werden die Gräber für die Dinosaurier errichtet? Das alles, noch viel mehr, werden wir nie erfahren. Rest in Peace, Zitterhals. Du warst ein klasse Freund. Das heißt aber auch, du brauchst jetzt unbedingt Ersatz. 87% Genom hat zumindest die Lebenserwartung auf 52 schon mal erhöht. Gesellschaft muss wieder existieren. Aber Trinker? Was ist mit Trinker?
Brinker dürfte auch langsam so alt sein. Brinker ist sogar 52. Brinker ist das, was man ein Methusalem nennt. Ist es seines Alters weit voraus. So, da haben wir sie. So, was springen wir einfach mal. Aber wir gucken trotzdem an, wie da rauskommt. Da kommt schon der nächste. So, die Lebenserwartung dieser Tiere war nicht unbedingt sehr groß vorher. Das werden wir aber sicher noch stark verbessern können, indem wir einfach mal uns mehr Zeit nehmen. Und so wie es aussieht, verdienen wir auch gerade Gutes an Geld. Wir haben gerade wieder die Millionengrenze überschritten und rasen sogar auf die 2 Millionen zu. Sehr schön, sehr schön. Expedition müssen wir auch mal wieder losschicken. Kein Problem, kein Problem. Werden wir gleich machen, werden wir gleich. So. Mit dem, was Sie erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. Egal, was alle anderen behaupten, Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann auch Nachteile haben. Aha. Aber Sie lassen uns auf Isla Matanceros damit gut aussehen. Und das ist eine Belohnung wert. Dich nennen wir Beam. Dich nenne ich Juni. Trinker erzählt von seinen alten Geschichten aus diesem Gehege und Strutinus 3 ist am Essen. Dich nennen wir ihn? Goti. Ich weiß zwar nicht, wo Goti herkommt, aber einen haben wir noch. Wir nennen dich Gray. So, Gray. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben Sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Wir haben sogar schon fast 100% dieser Tiere, ey. Ohne Kack. Wir werden echt besser. Und wir werden auch weitermachen. So.
Oh, unser Geldbetrag wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Ich verdiene mehr, als ich ausgebe. So, da wir das jetzt auch soweit geschafft haben, werden wir für die Gäste jetzt noch eine schöne Bleibe errichten, damit sie sich ausruhen können. Das haben wir gleich. Das ein bisschen verdrückt. So. So. Und Weg werden wir mal so einen breiten machen. Der kommt nämlich hier hin. Machen wir mal gerade. Hallo? Ich wollte es so machen. So, dankeschön. Ja, kann da mehr Besuch umfangen. Was ist denn? Oh, eine Fahne. Was für hübsche Details das Spiel doch hat. Sonst das Hotel ist so riesig. Aber ohne Scheiß würde ich in dem Hotel wohnen wollen. Auf jeden Fall. Also jetzt hier nicht in der Bauverkleidung, aber. Dafür würde ich extra Geld ausgeben, wenn er dann gleich fertig ist. Oh, ich mag dieses Feature, wenn da Sachen gebaut werden und so. Das könnte ich mir immer wieder ansehen. So. Fertig. Ich muss sagen, es ist doch schön gelungen, dass wir uns mal ansehen können, was hier alles hier ist. Hier ist eine wunderschöne Dachterrasse, die jetzt nass wird, weil es regnet. Oh, sieht euch das mal an. Nein, ich gehe da hin. Seht euch jetzt an, wie das Wasser von dem Balkon runter tropft. Willkommen im Estrell. Ne, warte mal. Lino Hotel. Bäumchen. Und damit die es natürlich noch ein bisschen gemütlicher haben, werde ich hier an der Seite wieder so drumherum noch ein paar Bäume machen. Da fliegen die Papageien schon wieder weg. Jetzt kann man natürlich sagen, na, mit dem Gehege dran, ist das nicht ein bisschen wie Selbstmord? Kann man definieren, wie man will. Ja, mache ich jetzt noch ein bisschen Bäume weg. So. Da wir jetzt allerdings Geld haben, können wir uns jetzt zumindest noch als großen Abschluss uns ein wunderbares Dinge leisten. Jetzt wisst sicher, was das heißt, ganz genau. Wir werden uns ein Genom modifizieren. Zuerst brüten wir uns einen Edmontosaurus nebenbei aus. Und hier kommt unser erstes modifiziertes Triceratops Genom. Und zwar werden wir die Entscheidung zwischen Wüstenmuster und Alpinmuster nehmen.
Doch wir haben schon den Auftrag, uns ein Wüstenmustergen zu spleißen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Triceratops lebt, liegt bei 82%. Na dann, mal los. Edmontosaurus braucht gar nicht so lange. Aber das ist nicht schlimm, echt nicht. Lebensfähigkeit ist bei plus 20%. Wir hätten da was Erzielen Sie 125.000 Gewinn pro Minute. Locker. Locker. Extra locker. Oder wie sagen wir, easy peasy. So, werden wir uns aber auch mal einigen Forschungen widmen, und zwar Krähen. Wir holen uns ein Krähengen. Eigenschaftsgen, die wichtig sind. So. Wir brauchen 100% T-Rex und 100% Velociraptor. So, dann hätten wir hier den Edmontosaurus. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Ja, das ist nämlich das Übliche. Edmontosaurus war tatsächlich die favorisierte Beute des T-Rex. Denn in diversen Edmontosaurus-Skeletten hat man Bissabdrücke von Tyrannosauriern gefunden. Manche haben sogar ganze Schwänze von Edmontosaurus abgebissen. Dafür schulde ich Ihnen was. Versprochen. So. Nun werden wir aber unser Part mit einem großen Finale abschließen. Wir werden unseren genmodifizierten Wüstenmuster Triceratops auf diesen Ort freilassen. Hallöchen! Ich habe sogar schon einen speziellen Namen für Sie. Sie haben einen Triceratops ausgebrütet. Denn wir nennen Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Owen ist lustig. So, wir nennen sie jetzt Zora. Zora, das Triceratops-Mädchen. Hey, wer bist du denn? Naja, ich bin so einer wie du, nur andere Farbe. Oh, toll, toll. Schön, dich zu treffen. Yay, ich lauf mal hier hin und so weiter. Was mache ich jetzt überhaupt? Ach, ja, genau. Ich wollte erstmal was Schönes spielen. Wie lange ist eigentlich die Lebenserwartung von Zora? Ist die jetzt eigentlich höher oder geringer? Authentizität 87% mit einem Wüstenmuster hinausgestattet, was sie zu etwas Besonderem macht. Alter 1, Lebenserwartung 67. Lebt auch nicht gerade sehr lang. Aber immer noch lang genug, um den nächsten Part miterleben zu können. Und wenn ihr das auch wissen wollt, wie es mit Zora weitergeht und mit all den anderen Triceratops,
dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hundertprozentig wieder bei Jurassic World Evolution. Bis zum nächsten Mal und ciao.